Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Masters Ballast, Leute. Heute habe ich mich mal dazu entschlossen, dass wir hier eine kleine Runde spielen auf Herpixel, Leute. Wie ihr sehen könnt, können wir jetzt hier abstimmen, was wir nehmen, was wir bauen. Ich würde sagen, wir nehmen ja Gabel. Ein König können wir bauen. König finde ich gut. Eine Gabel. Okay, dann bauen wir halt eine Gabel. Was meint ihr, kann man das als Gabel erkennen? Ich denke schon, aber für mich sieht das eher aus wie so ein Dreizack. Wir könnten jetzt noch, ich würde sagen, wir bauen da noch eine Frucht drauf, Leute, wie ein Apfel oder so, der darauf aufgespießt ist. Leute, nicht wundern, ich bin so ein Hohlkopf. Man baut doch einen Apfel eigentlich anders. Ach, Junge, ich hab den vollkommen verschissen. Normalerweise baut man ja einen Apfel. Bei Master Builders baut man den ja eigentlich so. Baut man den so hier, dass die Seiten so gerade sind. Und dann kommt oben das Grüne drauf. Okay Leute, ich bin jetzt fertig mit meinem Bauwerk. Ich hoffe, das kann man so erkennen. Ich finde, es ist recht gut geworden. Ja gut, hier drüben die Hand kann man eigentlich noch ein bisschen besser machen. Aber der aufgespießte Apfel war noch eine gute Idee von mir, Leute. Ich habe jetzt noch 54 Sekunden. In der Zeit kann man mal noch den Boden ändern. Ich würde sagen, den machen wir zu Holz. Weil das passt auch zu der Umgebung hier, gut. Und dann, ja. Ach, das, dann würde es aussehen, als wäre das einer, der hier so auf dem Boden steht. Mit so einem Apfel in der Hand. Oh, man hätte den Apfel ja noch glasieren können. Kennt ihr diese glasierten Apfel, die es immer... ja, auf den Weihnachtsmärkten und so gibt Leute, die sind richtig geil. Ja, aber auch egal. Den Minion ist so gut geworden. Wir machen die Hand mal hier vorne noch ein bisschen länger, damit sich die Leute nicht wundern. So. Die Hand ist länger als der Fuß. Ah ja. Naja, scheiß drauf. Okay Leute, dann sind wir jetzt auch schon fertig. Finde ich, ist sehr, sehr gut geworden. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich das mit gut bewerten, wenn ich das jetzt bewerten müsste. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die anderen so gebaut haben. Ja. Das ist für mich... Er hat's versucht, aber das in 5 Minuten hinzumachen. Leute, das ist echt... Nee. Allein schon nur wegen der Bolle, Digga, kriegst du von mir super Kacke. Allein schon die Name und Kacke, okay, gut. Ja, Moment, Digga. Episch, legendär. Ja. Leute, wenn das weiter so geht, dann habe ich den Win safe in der Tasche. Außer die sind alle so dumm und voten wirklich nicht für mich. Was? Ganz im Ernst, Leute. Ihr kommt auf den Server, habt 5 Minuten Zeit, eine Gabel zu bauen. Würdet ihr sowas hinbauen, Digga? Ich würde mich dafür schämen. Ja, das geht sogar noch. Da gebe ich sogar mal ein Okay, weil das erste Anständige ist, was ich hier gesehen habe. Gut, das Milchglas. Hätte man vielleicht auch mit Quarz bauen können, aber egal. Ach so. Oh, das ist eine gute Idee. Das ist so eine Gabel, die Spaghetti gerade drauf hat. Okay, Digga, das ist natürlich eine geile Idee. Allein nur wegen der Wolle kriegst du von mir die schlechteste Bewertung, die es überhaupt nur gibt, Digga. Okay, Leute, jetzt kommt meins. Wir gucken mal, was die alle so in der Hand halten. Ah, ja. Super. Nee, was? Was halten die denn alle so eine scheiß Bewertung in der Hand? Wollt ihr mich verarschen? Merkt euch mal die Namen von den anderen, Leute. Ich sehe es ja auch nochmal im Schnitt. Wenn ich hinter einen von dem bin, der richtig scheiße gebaut hat, wo ich immer super Kacke gebotet habe oder hier Kacke, Digga, dann war es das echt. Das kriegt von mir eine Kacke, jo. Weil die Nudeln hätte man auch mit Ton machen können. Digga, warum bauen das alle mit Wolle? Alle bauen das mit Wolle, Digga. Ich verstehe es nicht. Warum? Er hat es wenigstens versucht. Aber er hat es auch nicht hinbekommen, Digga. Ist das Pisse da in dem Glas? Ich wüsste nicht, dass... Seit wann hat eine Gabel 1, 2, 3... Oh, eine Gabel hat ja... Ach, Digga, ich bin so ein Vollhorst. Ich bin so ein Vollhorst, Digga. Eine Gabel hat ja 5...
Oder ne, 4. Ach, scheiß drauf. Nee, ist egal. Digga, wenn das gewinnt, dann muss ich echt los. Ich bin noch Vierter geworden, Digga. Das war's halt komplett. Ah, gut, das war nicht schlecht. Also damit kann ich mich abfinden, dass ich dann verloren habe. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.